Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier immer noch in der Höhle zugange. Resultat bis jetzt ist hier ein bisschen Eisen, ein bisschen Redstone, schöne viele Diamanten und ein bisschen Gold. So, und viele Schlägereien mit anderen Kreaturen. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass wir uns hier jetzt irgendwo vielleicht eine Basis oder sowas einrichten sollten. Damit wir manchmal den ganzen Trubel entfliehen können. Und ich würde das halt ungern hier irgendwo in so einem Arm machen, wo ich ja nicht mehr genau weiß, wie ich da hinkomme. Deshalb gehen wir jetzt erstmal zurück in die Nähe von unserem Wasserfall, wo wir runtergefahren sind. Aber wenn ich den Weg noch wüsste. Doch, hier war es entlang, genau. So, Moment, da draußen ist gerade Trappel hier vor meinem Fenster. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht auf dem Mikrofon. Da brüllen gerade zu Menschen rum. So, hier könnten wir uns doch irgendwo eine schöne Basis einrichten. Vielleicht da, wo der Creeper rumrennt. Weil hier ist ja auch noch eine Schlucht. Wahnsinn, das ist ja auch noch eine Schlucht. Krass. Tja, da müssen wir auch noch rein, Freunde. Und da oben ist schon wieder ein Spinnenspawner. Ey, Wahnsinn, wie viele sind es hier noch? Da geht's auch nach oben. Und da oben höre ich einen Slimy. So, vielleicht machen wir das da hinten. Hier können wir das doch machen. Da ist es. Hier ist so ein Lavasee. Ja, hier können wir uns doch vielleicht mal so eine kleine Nische einrichten. Direkt hier drunter. Ne, da hinten in der Ecke. Da hinten in der Ecke. Oder vielleicht sogar hier schon am Lava-Ding. Am Lava-Becken vielleicht. Oh, Redstone gefunden. Cool. So, also wir sammeln hier ein bisschen Koppel und dann richten wir uns jetzt hier eine schöne Basis ein. So. Klatsche jetzt hier einfach mal die Wand zu. Dahinter ist ja eh nichts Interessantes. Huch. So. Dann sind wir von oben erstmal safe. Huch. So, Fackel natürlich anbringen. Den Redstone holen wir uns auch noch. Ein bisschen Lavasee nehmen wir noch mit in die WG hier. So. Einen Eingang hier ein bisschen weiter nach links, dass wir dann am Lavasee einen gebührenden Abstand rausholen können. So, und hier könnten wir eigentlich dann so ein kleines Fensterchen lassen. Kann ja nichts reinkommen, ne? Weil wer hier rein will, muss dann durch den Lavasee durch. Sorry, jetzt habe ich gehustet. Aber ich denke, das war euch klar. So. Gut, bauen wir mal eine Kiste. Noch ein bisschen weg, dass wir da noch ein bisschen Gerümpel hinstellen können. Da di da 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 di da di da di da 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 di da da di da. So. Huch, das wollte ich nicht. Kiste. So, jetzt machen wir eine Tür. Moment. Yes! Sind wir jetzt erstmal safe. Boah. Da bringen wir jetzt in einer Kiste unsere Sachen unter. Und da vor meinem Fenster... was ist das denn? Und vor meinem Fenster scheint gerade irgendwie Party zu sein oder sowas. Da brüllen junge Menschen durch die Gegend. So. Gut,
da können wir jetzt erstmal ein bisschen Gelump reinschmeißen. Weil das können wir, das liegt dann so nah am Ausgang, das können wir dann beim, wenn wir nach Hause gehen, abholen. Weil dann habe ich das schon mal erstmal safe. Das ist mir eigentlich ganz, ganz angenehm. So. Das dann auch mal da rein. So. Und dann können wir uns hier auch mal neues Werkzeug craften, Alter. So, die Musik ist schon ein bisschen laut. Und zwar brauchen wir eine Schaufel und eine Axt. Und mal noch ein Notfallschwertchen, weil das hier sieht nicht mehr so fit aus. Und reparieren will ich es nicht, das lohnt sich gar nicht. Wir kriegen so schnell XP zusammen, da können wir uns auch ein neues bauen. So. Holen wir uns diesen Whetstone da raus. Oh, Knochen? Knochen? Ja. Oh, da ist noch mehr Redstone. Ah, guck mal alleine an. So. Aber jetzt. Gut. Boah, also haben wir hier so einen kleinen Schutzbunker. Hier mit einem Lavasee vorne dran. Ist jetzt nicht schön, aber zweckmäßig erstmal. Und wie gesagt, mir geht es eigentlich in erster Linie darum, dass ich ein bisschen die Dings sichern kann. Die Ware. Dann können wir hier sogar offen lassen. Können wir hier noch ein bisschen nach Diamanten graben. Aber wir haben da hinten ja einen riesen Stack abgeholzt. Ich glaube nicht, dass wir hier noch Diamanten finden werden. So. So einen schönen, so eine schöne Terrasse mit Lavasee. Nun gut. Könnten wir uns noch ein Bettchen bauen, wenn wir Wolle hätten, aber brauchen wir ja eh nicht. So, weiter geht's in der lustigen Tourerei. Zumindest noch diese Folge und dann muss ich eine Aufnahmepause machen. So, wo ging's denn? Da ging's noch nach oben. So, guck mal, das Wasser können wir mal abstellen hier. Lisa, schwimm nach oben! Ich muss das zumachen. Na los. Hör auf mich. Oh, das war nix. Fail. Scheiße. Bam, bam. Schon wieder diese komische Musik. So. Jetzt muss ich unter Wasser diesen Klotz abbauen. So, und jetzt aber mal da so. Nein, 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 ich hab nämlich Angst, dass das... Ah, jetzt läuft's ab. Ich hab Angst, dass das hier ein Fass ohne Boden ist. Aber gut. So. Bauen wir uns hier mal ein kleines Wegchen hoch. Machen wir da noch zu, dass da keiner, rumspawnen tut. So. So, monstermäßig sind wir jetzt ganz gut zurechtgekommen. Boah, da ist auch noch dunkel da drin, ey, Wahnsinn. So. Gucken wir mal. Noch ein bisschen Eisen. Das lassen wir nicht verweisen. So. Ein Eisen in Ehren. So. Machen wir zu. Huch. Was ist denn das hier? Was ist denn hier los? Lichtproblem oder was? So, und jetzt befürchte ich, dass wir in die Region der Minen kommen, wo wir auf sehr viele Scheißspinnen treffen werden. Ah, Sackgasse. Gut, 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 gut.
Kohle ist momentan wirklich nur noch für XP da. Weil Kohle an sich haben wir schon so viel. Sehr verrückt. Da oben waren wir also auch schon. Da können wir auch wieder zumachen. Wir setzen hier eine Fackel rein. Ach, hier sind wir jetzt. Ach ja, guck mal an. Das heißt ja, dass hier bald irgendwo wieder blöde Spinnen unterwegs sind. War doch hier. Das Gold, das nehmen wir mit. Oh, du Penner! Gibt's doch nicht. Ja, das ist wieder das Komische da. Das muss ich mal wieder rausnehmen hier. Das ist ja ein bisschen... Oh, Crisis-Musik brauche ich jetzt auch nicht. So. Wir schwingen das Äxtchen und machen uns hier ein bisschen Übersicht. Und dann geht's den scheiß Spinnen mal an den Kragen, die hier noch irgendwo rumoxidieren. Da ist ein Creeper, guck mal. Den Pfosten lassen wir, weil da so schöne Fackel dran hängt. Flausche Creeper. Hallo. Kommen Sie ran. Oh. Da habe ich schon eine Spinne gehört. Aber schon wesentlich ruhiger geworden jetzt hier. Ich glaube, über uns krabbelt's. Ich glaube, das ist über uns. Irgendwo ist sie doch runtergefallen. Und warum hier immer noch das Feuer brennt, das frage ich mich. Ich übertreibe es aber auch gerade ganz schön mit den Fackeln, muss ich sagen. Nein! Wo denn her? Da war ich doch eben gerade noch. Oh, guck mal, Gold. Danke für die Information. So. Ach ja, da kommt er her. Und da wahrscheinlich. Boah, was ist denn hier los? Verrückte Geschichte. Den Rotstein nehmen wir natürlich mit. Ich höre doch hier Lava irgendwo, oder? Das Eisen lasse ich jetzt mal. Da finden wir ja mehr als genug momentan. So, jetzt haben wir auch den Strom hier endgültig mal ausgemacht. Und wir können hier mal die Wege fertig führen, die mal einer angefangen hatte. Also wir kommen immer wieder hier in dieser Schlucht raus. Verlaufen ist hier echt schwer scheinbar. So. Das Wasser, achso, das war das wegen der Lava. Und da oben, da werden wir jetzt dann als nächstes dann alles mal erkunden. Aber wesentlich ruhiger und angenehmer geworden bis jetzt.
Wir können ja mal da hochschwimmen. Einfach mal so zum Spaß. Huch. Da waren wir schon überall. Aha. Nein, 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 nein. Boah. Mal eine Fackel anbringen. Uah. So. Oh, guck mal, da drüben geht's auch noch rein. Scheiß die Wand an, ist die Höhle groß hier. Ach, da unten ist der Creeper explodiert, ich erinnere mich. Boah, da oben geht's auch schon wieder irgendwo hin. Da müssen wir uns aber hochbauen. Können wir ja mal machen. Hallo. So. Da ist Kohle, ich weiß, aber davon haben wir schon so viel. Eine neue Schlucht, ich fasse es ja nicht. Oh, da geht's nach draußen. Da geht's nach draußen. Wo kommen wir denn da raus? Und draußen ist Tag, so wie es aussieht. Huch. Unter einem Baum im Sumpf. Ach toll. Ja, war doch eine schöne Tour bis jetzt. Haha, und da ist der Slimy. Also Wahnsinn, wir kommen hier wirklich von der Oberfläche, von der Erdkruste quasi, bis runter zum Niederstein, Bedrock. Da ist dieses komische Gebilde. Ich glaube, hier mit diesem Ort hat es noch was auf sich. Ich habe nämlich mal schon mal sowas gehabt und dann habe ich noch irgendwas entdeckt. Das können wir ja gleich mal machen. Ich mir irgendwie habe ich das so im Urin. Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich sowas schon mal hatte. Und dann habe ich ein bisschen rumgegraben. Aber hier scheint nichts zu sein. Das war irgendwie ein Fehler oder sowas von der Karte, weil da irgendeine Burg war oder sowas. Huch. Nee, ich glaube, da ist nichts. Können wir uns toten. Dummen und dappig graben. Ja, da kann ich ja mal in der Kopiewelt gucken, ob hier was ist, bevor ich jetzt hier stundenlang rumgrabe und rumsuche. Aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass sich da in dem Sumpfgebiet noch ein anderes Gebiet eingesteckt hat und dadurch dann eben diese Wasserfehler zustande gekommen sind oder sowas. Aber ich glaube, hier finden wir nur Stein. Den Achselstein finden wir hier nur. Aber wir graben uns einfach mal. Vielleicht finden wir ja unsere Schlucht. Die muss ja hier auch irgendwo sein. Was war das? Habt ihr das gehört? Von links. Was ist das? Ich hab's doch gewusst. Ich hab's genau gewusst. Das letzte Mal, als ich so ein Wasserding gesehen habe, war genau sowas. Hier ist irgendwas. Rissiger Fels. Bemooster Star. Was ist denn hier? Ich hab's genau gewusst, hier ist irgendwas. Aber was? Einfach nur eine Anhäufung? Was ist denn das hier? Ich höre doch die ganze Zeit was. Das nehmen wir natürlich alles mit hier. Dann kriegt man schon mal rissigen Fels. So. Hallo. Aber was? Ich verstehe das nicht.
Da. Ne. Wir sind jetzt an so einem Ding gelandet. Ah, damit habe ich... Ne. Das ist so nah bei uns. Ich habe gedacht, da muss man immer so ewig weit reisen, bis man das findet. Das ist ja geil. Also damit habe ich... Ich habe gedacht, ich finde jetzt hier irgendein Dungeon und da sind diese komischen Silberfische. Also ich bin jetzt ganz fest davon ausgegangen, dass wir einen Dungeon finden oder sowas, weil das letzte Mal habe ich so einen Dungeon oder sowas gefunden, sowas ähnliches wie ein Gefängnis. Das sah so ähnlich aus. Also in einer alten Karte, da hatte ich genau dasselbe Phänomen mit dem Wasser und dann habe ich da so ein bisschen rumgegraben und dann habe ich dann so ein... Ja, so eine Burg gefunden. Mit so, sah aus wie so ein Gefängnis. Aber das habe ich da nicht gesehen. Das ist ja dieses Ding. Da kommt mir ja in the end. Und die müssen wir jetzt natürlich kaputt machen. Die greifen uns an, oder? Ja. Hauen wir das Ding mal kaputt. Ja, jetzt brauchen wir noch Dingsaugen. Und dann können wir hier gegen den Drachen kämpfen. Das ist ja geil. Cool. Krass. Okay. Ja, genau sowas. Dann war das doch sowas. Genau sowas habe ich da gefunden. So Gefängnisse. Und ist das unsere Schlucht hier? Nee, das ist eine andere, oder? Wahnsinn. Das ist das hat sich echt mal gelohnt hier. Muss man schon sagen. Das ist ja verrückt. Ha. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Und wie groß es auch ist. Krass. Oh, eine Kiste. Gucken, was da drin ist. Oh. Oh. Hm. Sorry, ich muss husten. Komm, Spinnenauge lassen wir auch da. Krass, und vor allem können wir dann hier schön solche Steine abbauen. Und dann können wir dann schön bauen. Mit riesigem Fels. Da lässt sich ja auch coole Sachen bauen. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Cool! Jetzt brauchen wir noch Enderaugen. Ich weiß nämlich, normalerweise muss man doch Ewigkeiten... Jetzt muss ich auch gucken, dass ich den Ausgang hier nicht verliere. Scheiße, von wo sind wir jetzt gekommen? Von da, ne? Schon verlaufen. Also, normalerweise muss man doch... Boah, eine Fledermaus. Normalerweise muss man ja ewig laufen. Da muss man ja immer diese Ender-Dinger hochschießen. Die dann einen hierher führen. Diese Enderaugen muss man dann normalerweise hochschießen. Dass wir das jetzt so finden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich habe geahnt, dass ja hier irgendwas ist. Wie gesagt, weil ich da schon meine Erfahrung mitgemacht habe. Wenn Wasser so komisch... Also normalerweise, wenn das Wasser sich so komisch abschneidet, ist das normalerweise ein... eben durchs Konvertieren passiert. Oder aber es ist dann eben sowas. Und ich könnte mir vorstellen, weil hier greifen quasi zwei Biome ineinander. Wow, ein Bär! Wow, ein Bär! Lass mich in Ruhe! Verschwinde! Boah, den Platz müssen wir uns merken. Haben wir da eine Fackel hingestellt? Ja. Hier greifen quasi zwei oder drei Biome ineinander. Und dann ist unten drunter eben noch dieses Dungeon-Ding. Und guck mal, wie nah das an uns dran ist. Hier vorne sieht man schon unser Lagerhaus. Und das ist gerade mal hier. Das ist direkt unter uns hier. Und wie gesagt, normalerweise läuft man da Ewigkeiten hin. Und guck mal, wie weit wir jetzt gucken können. Das ist natürlich extrem geil. Aber mit dem Shader-Mod kriegt man das nicht hin. So, jetzt würde ich gerne in die Schlucht gehen. Oder... Ich beende die Aufnahme einfach hier, so. Und dann müssen wir in die Schlucht gehen, holen unsere Sachen und dann erkunden wir noch ein bisschen da dieses Ding, diese... Wie heißt das denn? Ja, diese Festung erkunden wir dann noch ein bisschen. Also,
Wir sehen uns dann also in einer neuen Aufnahme. Ich beende die Aufnahme jetzt hier mit Blick auf unser Lagerhaus. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dahin. Tschüssi.